Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist der 31. Dezember, das heißt, morgen ist nächstes Jahr. Gut, oder? Morgen ist nächstes Jahr und Grund genug für mich, mit dir einmal kurz darüber zu sprechen, wie startest du eigentlich so richtig perfekt in ein richtig perfektes 2019? Ich würde sagen, let's go! Also, wie startest du perfekt in dein Jahr? Ich würde dir als erstes empfehlen, arbeite härter an dir selbst als an deinem Business. Und deswegen sage ich, trenne das Ganze in deine innere Welt und in deine äußere Welt. Denn es gibt deine innere und es gibt aber auch natürlich deine äußere Welt. Deine innere Welt, guten Tag, das bist du. Bei deiner inneren Welt brauchst du sowas wie Zufriedenheit. Du brauchst aber auch sowas wie Erfüllung. Denn ganz ehrlich, die reichste Leiche auf dem Friedhof zu sein, bringt ja nichts. Oder irgendwie erfolgreich zu sein, materiell erfolgreich zu sein, aber innerlich leer zu sein, weil dir die Erfüllung fehlt, das bringt auch nichts. Von daher, arbeite an deiner inneren Welt. Und Erfüllung ist, glaube ich, so mit das Wichtigste hier. Und Erfüllung hängt stark zusammen mit deinem Mindset. Und ich sage immer, das Ganze funktioniert eigentlich so. Du hast hier unten dein Mindset. Da sprechen so viele drüber, aber die wenigsten dröseln auf, was es heißt. Und ich glaube, Mindset ist etwas, worauf sich drei Sachen stützen. Das eine ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen klein, aber ich schreibe es und sage es, ja, dann siehst du, was ich meine. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist Erfüllung. Sei mal dankbar. Sei dankbarer für viele Dinge in 2019. Mach dir die Dinge bewusst, für die es sich lohnt, dankbar zu sein und glücklich zu sein. Denn es gibt so vieles, wenn du auch morgen früh wieder aufwachst und heute Morgen aufgewacht hast und du kannst die Augen aufmachen und du siehst Farbe und zwar auf beiden Augen und du hörst und du atmest und du kannst dich bewegen und du kannst gehen, dann bist du so privilegiert. Sei mal dankbar dafür. Sei dankbar für die vielen Kleinigkeiten. Das nächste ist, gutes Thema, kannst du dir mal vornehmen für nächstes Jahr, Disziplin. Disziplin ist wahnsinnig wichtig, um Dinge zu erreichen. Und je härter ich gearbeitet habe, desto glücklicher war ich. Ist doch immer so. Und nach dem Sport, wenn du dich hingequält hast, fühlst du dich gut. Das heißt also, Disziplin treibt dich dahin, dich gut zu fühlen. Nicht ab morgen, jeden Morgen 6 Uhr aufstehen, direkt 20 Bücher lesen und eine Stunde Sport machen und noch eine halbe Stunde meditieren. Das ist zu viel. Nimm kleine Disziplinübungen, jeden Morgen einen Apfel essen oder sowas. Oder jeden Morgen erstmal 10 Schluck Wasser trinken. Und zwar jeden Morgen. Kleine Disziplinübungen, die immer wieder tun, führen am Ende zu großem Wachstum. Also mach Disziplin zu einem großen Wert in deinem Leben. Und das nächste ist, und das folgt daraus, Execution. Und wenn du das hier umsetzt, ergibt sich das Dach und das Dach heißt Erfolg. Aber ganz viel davon spielt sich in deinem Inneren ab, was dann dazu führt, dass die äußere Welt auch erfolgreich wird. Okay, also mach es dir bewusst und arbeite auch an der inneren Welt. Jetzt sprechen wir mal über die äußere Welt. Die äußere Welt ist ja dein zum Beispiel Business. Da gibt es eine ganze Menge, es gibt Beziehungen und so weiter. Aber ich spreche jetzt mal hier über dein Business. Und if you fail to plan, you plan to fail. Das habe ich ja schon oft gesagt. Das heißt also, mach dir einen Plan und brich diesen Plan runter auf Monate. Und mach dann dort für Monate natürlich Ziele. Weil wenn du nicht zielst, wenn du keine Ziele hast, dann arbeitest du automatisch für die Ziele anderer. Habe ich lange für gebraucht, um diesen Satz echt zu kapieren. Wenn du keine Ziele hast, arbeitest du automatisch für die Ziele anderer. Also setz dir Ziele und arbeite an diesen Zielen. Das ist doch die Idee deines Business. Die Idee ist, dass es wächst. Und ganz ehrlich, wenn du zu den Sternen zielst, dann wirst du vielleicht am Ende mal mindestens auf dem Mond landen. Ist ja auch schon mal nicht schlecht, oder? Also setz dir Ziele, arbeite dran und komm ins Handeln. Und jetzt nochmal abschließend, ich will ja gar nicht so lange drüber sprechen, ist ja kein Esoterik-Video hier. Arbeite härter an dir selbst als an deinem Business. In einem anderen Video habe ich schon mal gesagt, learn before you earn. Und deswegen, das ist dein Business, aber dein Business kann nur gut funktionieren, wenn du gut funktionierst. Und deswegen mach dich wertvoll.
Ich würde den Tipp geben, lesen. Mindestens ein Buch im Monat, Fachbücher. Zum Thema Vertrieb, zum Thema Marketing, zum Thema Verkauf, zum Thema Unternehmertum, zum Biografien, zum Thema Mindset und so weiter und so fort. Lesen. Das zweite ist, komm zu Workshops. Komm doch mal zu einem unserer Mehr-Geschäft-Workshops. Davon haben wir auch in 2019 wieder, ich glaube, 8 Stück, entweder in Düsseldorf oder in München. Ein Tag Online-Marketing, mal die Gesamtstruktur aus einem Guss an die Hand kriegen. Und danach hast du alles in der Hand, um damit dein eigenes erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Ich würde aber auch den Tipp geben, komm mal zu einer unserer Summits. Die Mehr-Geschäft-Online-Marketing-Live-Summit. Zum Beispiel am 23. und 24. März 2019 in Essen. Den Link dazu findest du auch hier unten in der Beschreibung. Das nächste, was ich dir aber auch anbiete, ist, lass uns mal telefonieren. Ich mache das eigentlich selten hier bei YouTube, aber jetzt so morgen Silvester, nee, heute ist Silvester, morgen ist Neujahr, sage ich es jetzt mal ausnahmsweise bei Facebook, bei YouTube, lass uns mal telefonieren. Das Angebot ist wie folgt. Ich wähle 30 Leute aus. Mit denen werde ich im Januar telefonieren. Eine Stunde am Telefon. Du und ich. Und wir sprechen über deine Geschäftsstrategie 2019 für dein Online-Business. Und du bekommst von mir anhand deines Geschäfts einen Fahrplan, mit dem du dein Online-Geschäft aufbauen kannst. Sei es, du verkaufst Dienstleistungen oder Produkte, B2B oder B2C, oder sei es, dass du noch am Anfang stehst und noch gar nichts hast und sagst, ich möchte erstmal überhaupt ein Modell finden, mit dem ich online jetzt in 2019 endlich mal durchstarten kann. Lass uns miteinander telefonieren. 60 Minuten lang, du und ich am Telefon, gratis. Keine Haken, keine Ösen. Nur mit einem einzigen Vorteil für dich. Du hast danach eine klare Anleitung, einen klaren Fahrplan an der Hand, mit dem du 2019 dein Online-Business zum Wachsen bringst. Und das, was ich dir verspreche, ist, du wirst Geld verdienen. Punkt. Weil wenn du die Tipps von mir kriegst, ganz ehrlich, dann wirst du damit Geld verdienen. Steht außer Frage. Du musst nur noch zugreifen. Wie geht das? Du siehst hier in der Beschreibung zu dem Video, unten unter der Beschreibung, findest du einen Link. Da kannst du dich anmelden zu einem dieser Telefonate. Aber Achtung, kein Scherz, keine Marketingtechnik, kein gar nichts. Ich mache maximal 30 Stück. Mehr mache ich nicht im Januar, das kriege ich nicht hin, weil ich selber sehr viel zu tun haben werde im Januar. Trag dich ein hier unten, klick auf den Link, trag dich ein und sei schnell. Und ich glaube, so startest du in 2019 auf eine richtig gute Art und Weise. Und weißt du, was der Schlüssel ist? Zwei Sachen. Erstens, machen. Nicht nur drüber nachdenken, mal hier zu telefonieren wäre irgendwie cool, aber ich traue mich nicht, ich mache es nicht. Nein, machen. Und zweitens, wenn du es dann gemacht hast, dir das hier alles vornimmst, die maximal coolen Anleitungen, die du von mir in diesem Telefonat kriegst, dann bekommen hast, dann ist das hier das Nächste. Einfach umsetzen. Also das hier, ne? Execution. Also, das ist das, was ich dir für 2019 wünsche. Wirklich viel Erfolg. Ich wünsche dir mehr Geschäft. Ich wünsche dir, dass du durchhältst. Ich wünsche dir, dass du auch in den schwierigen Momenten, die 2019 kommen werden, und glaub mir, sie werden kommen, durchhältst, den Kopf oben hältst und sagst, ich erinnere mich aber daran, warum ich angefangen habe. Ich erinnere mich an meinen Traum. Und wann immer es dir nicht gut geht, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Weil nur wenn du dich bewegst, kannst du dein Herz anknipsen und spürst, was richtig ist und was falsch ist. Und dann mach die Dinge, die richtig sind, und mache die Dinge richtig. Mach's mit Leidenschaft und ganz ehrlich, zieh durch. Jetzt hier unter dem Video, klick auf die Beschreibung, klick dort auf den Link, lass uns miteinander telefonieren. Vielleicht hast du ja Glück, bist eine oder einer der 30 schnellsten. Dann wählen wir dich aus und dann telefonieren wir. Ich wünsche dir jetzt wirklich nochmal für 2019 alles, alles erdenklich Gute. Viel Erfolg, viel Glück, vor allem viel Gesundheit. Und nach Gesundheit ist das Wichtigste Zufriedenheit. Also, danke, dass du auch in 2018 uns zugeschaut hast, uns verfolgt hast. Wir haben für 2019 eine Menge coole Sachen vorbereitet. Werde ich aber jetzt Anfang des Jahres drüber erzählen. Mach dir heute eine schöne Feier. Komm gut ins neue Jahr. Und danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, was du dazu denkst. Abonnier den Kanal und klick in der Beschreibung auf den Link und lass uns miteinander telefonieren. Danke dir. Ciao. Alles Gute. Dein Pascal.